Zum Aktivismus kann man noch sagen, dass Aktionen in der Regel meistens sowohl positive als auch negative Effekte haben und nur selten oder nie einen reinen Null-Effekt. Wenn etwas passiert, ändert sich dadurch durchaus auch schon irgendwas. Und manchmal kann es nach der Mr. Spock-Logik ja sogar sein, dass es noch besser ist, irgendetwas Planloses statt gar nichts zu machen, wenn man keine zielführende Idee hat. Denn durch eine planlose Aktion kann sich irgendeine Veränderung ergeben, die wiederum dann doch die Möglichkeit einer planvollen Aktion eröffnet. Selbst wenn klar wäre, dass Proteste nichts bringen, Proteste sind ja im Prinzip nur die öffentliche Mitteilung einer Unzufriedenheit, was für die Politik nur dann wirklich relevant wird, wenn diese Proteste bei der mehrheitlichen öffentlichen Meinung Zustimmung finden. Wenn die Politik es jedoch schafft, die mehrheitliche bzw. überwiegende öffentliche Meinung auf ihrer Seite zu behalten, dann sind Proteste für die Politik egal. In der Demokratie geht es nun mal um Mehrheiten und erst dann, wenn offensichtlich die Mehrheit mit einer Politik unzufrieden ist, steht die Politik ernsthaft in Frage. Ich persönlich möchte trotzdem lieber in einer Welt leben, in der viel protestiert wird, als in einer Welt, in der wenig oder gar nicht protestiert wird, weil naive Gutgläubigkeit einerseits und andererseits simple Gleichgültigkeit machen uns gleichermaßen zu Zombies. Man ist dann halt entweder ein Naivling-Zombie oder ein Nihilisten-Zombie oder so. Es ist sozusagen immer noch besser, in einer Teils-Teils-Zombie-Welt zu leben, als in einer Voll-Zombie-Welt. Proteste sind allerdings kein geeignetes Mittel, um eine gespaltene Gesellschaft zu überwinden und Debatten auch nicht. Denn da ändert so gut wie nie einer seine Meinung. Und ja, diese beliebigen Meinungen, die jetzt von den Content Creators recycelt werden, ne? Davon gibt es immer was. Und jetzt nochmal die Frage, warum machen diese Content Creator in ihrem Content-Abyss das eigentlich? Für wen machen sie es? Für ihre Konsumenten, ne? Und diese Konsumenten verwechseln jetzt Konsum mit Aktivismus. Es führt deshalb kein Weg am persönlichen Dialog vorbei, und zwar noch am besten unter vier Augen, damit keine Atmosphäre wie bei einem Boxkampf vor Publikum vorherrscht. I must break you. In der Attention-Economy, so wie wir sie jetzt beobachten, verlieren wir die wichtigste menschliche Fähigkeit, nämlich unsere Rationalität. Wenn immer weniger Leute noch überhaupt mal in Ruhe ein Stück zurückgehen können und nochmal über Sachen nachdenken können, ne? Weil alle Menschen oder die meisten nur noch algorithmusgetrieben sind, ne? Dann verlieren wir sozusagen diese Fähigkeit als Spezies, weil es einfach immer weniger Menschen gibt, die das überhaupt noch machen, die in Ruhe über irgendwas nachdenken können. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht genug andere Probleme hätten. Normalerweise stecken wir in so einer Spirale aus materiellen Sachzwängen und Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, in unserer Freizeit beschäftigen wir uns auch noch mit Scheiße. Man sollte immer den persönlichen Kontakt suchen zu Andersdenkenden. Das ist die einzige Chance für ein echtes Einverständnis. Und eine gespaltene Gesellschaft wiederum ist nur jeweils eine halbe Sache und eine halbe Hose, für sich ist gar nichts. Da kommt man eben mit einer langen Unterhose noch weiter als mit einer halben Hose.